Private Photo Vault ist ein virtueller Tresor, der die Privatsphäre Ihrer auf Ihrem iOS-Gerät gespeicherten Bilder und Videos schützt. Mit dieser App können Sie ein Passwort festlegen und die Fotos und Videos schützen, damit niemand sie öffnen kann. Aber was passiert, wenn die Daten aus dieser App unwissentlich gelöscht werden? In diesem Video erklären wir, wie die Wiederherstellung von Photo Vault möglich ist und wie es geht. Methode 1. Fototresor-Wiederherstellung von iMyPhone Debug. Schritt 1. Laden Sie die iMyPhone iPhone-Datenwiederherstellungssoftware herunter und installieren Sie sie auf dem Computer. Klicken Sie auf Starten. Schritt 2. Schließen Sie dann das Gerät an und klicken Sie einfach auf Weiter, sobald das Programm erkannt wurde. Schritt 3. Wählen Sie die Fotos entsprechend aus. Dann sollten Sie auf die Option Scannen klicken. Das Programm beginnt mit der Suche nach den gelöschten Daten auf dem Gerät. Schritt 4. Sie können jetzt eine Vorschau der Daten anzeigen, bevor Sie sie wiederherstellen. Nachdem Sie den Dateityp festgelegt haben, können Sie auf die Option Wiederherstellen klicken. Methode 2. Photo Vault Wiederherstellung aus dem iTunes Backup. Schritt 1. Klicken Sie auf der Registerkarte aus iTunes Backup Wiederherstellen auf die Schaltfläche Start. Schritt 2. Wählen Sie das iTunes Backup aus, das Sie wiederherstellen möchten. Wählen Sie dann Weiter aus. Sie müssen das Passwort eingeben, wenn Sie die Sicherung zuvor verschlüsselt haben. Schritt 3. Wählen Sie hier den Fotodatentyp aus und wählen Sie Scannen. Schritt 4. Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen ist, können Sie eine Vorschau der wiederherstellbaren Daten anzeigen. Dann sollten Sie die Option Wiederherstellen auswählen. Methode 3. Photo Vault Wiederherstellung aus iCloud Backup. Schritt 1. Wählen Sie die Schaltfläche Start auf der Registerkarte aus iCloud Backup wiederherstellen. Schritt 2. In diesem Ordner müssen Sie Ihre iCloud-Daten bereitstellen. Schritt 3. Wählen Sie das gewünschte iCloud Backup aus und klicken Sie auf Weiter. Schritt 4. Wählen Sie nun die Datei aus, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Scannen, damit iMyPhone Debug den Rest erledigt. Schritt 5. Sehen Sie sich die Ergebnisse an und entscheiden Sie, welche Datei Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Sie können jedoch nicht auf die zugehörigen Daten zugreifen und diese anzeigen, bevor Sie die von iCloud und iTunes erstellten Sicherungen wiederhergestellt haben. Aus diesem Grund benötigen Sie ein professionell gestaltetes, dediziertes Tool, um Ihre wertvollen Daten wiederherzustellen. Mit Debug können Sie die vorhandenen Daten und gelöschten Daten anzeigen, die in Ihrem iTunes und iCloud Backup gespeichert sind.